Glück auf, ihr Lieben. Heute geht es wieder mal um mein Lieblingsthema, und zwar unseren Kosmos. Ich habe hier ein ziemlich interessantes Buch gefunden, beziehungsweise drei Bücher von einem Griechen, und dieser Grieche ist ein absolutes Genie. Also ich hätte fast selber angefangen, so eine Art Buch zu machen, aber dann habe ich dieses da gefunden und bin begeistert. Da wird alles erklärt, was wir in dieser Welt sehen und anhand von Beispielen, Berechnungen, überall alles dabei. Ich bin völlig hin und weg von diesem Buch und habe mir gedacht, ich mache hier gleich eine größere Serie draus. Da ist doch ziemlich viele Informationen sind. Es werden so circa, ich denke, 15, 16 Videos daraus entstehen. Ich versuche das, ja, der Reihe nach aufzubauen. Hier beginnen wir mit einer kleinen Einführung und dann schauen wir uns mal den Mond an und ja, wie denn alles so im Großen und Ganzen aufgebaut ist. Es geht auch ein bisschen um die schwarze Sonne, um das elektromagnetische Feld, um den Äther. Ja, alles wunderbar erklärt. Ich bin, wie gesagt, immer noch baff. Das Buch ist wundervoll. Ich habe es bestimmt jetzt dreimal gelesen. Ich bin auch ganz ehrlich, ich verstehe noch nicht alles hundertprozentig. Aber ich möchte trotzdem mit euch hier durchgehen, da ich denke, es ist einfach erstklassig. Also dann willkommen zum ersten Teil vom ersten Buch. Ich denke, für das erste Buch wird es drei Parts geben. Für das zweite und dritte Buch, die sind dann ein bisschen komplexer aufgebaut, werde ich dann jeweils sieben oder acht Parts machen. Lohnt sich auf jeden Fall, das zu schauen. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, springen wir hinein und schauen uns das an. In dem ersten Buch allgemein geht es um den Plasmamond. Da gibt es ja auch einige, die das in der Vergangenheit schon gesagt haben, dass der Mond Plasma ist. Ja, als Reflexion, elektromagnetische Reflexion der schwarzen Sonne als Beispiel. Dann schauen wir uns die Weltkarte an. Ja, die Jahreszeiten, die kosmischen Jahreszeiten. Dann schauen wir uns die versteckten bzw. verbotenen Kontinente an, die uns nicht gezeigt werden. Man sieht dann auch später in Videos, ich denke, das ist das zweite Buch, auch die Schiffs- und die Flugrouten und warum man über diese Schiffs- und Flugrouten auch die Kontinente nicht entdecken kann. Ja, dann gehen wir noch ein bisschen drauf ein, wie der ganze Kosmos aufgebaut ist und natürlich wie Tageslicht und Nachtlicht und sowas entsteht und wie natürlich Sonne und Mond miteinander funktionieren. Das hier ist die Einführung und ja, gehen wir genau rein. So, der Mond. Es ist alles in Englisch. Ich versuche das alles so ein bisschen, ja, Highlife hier zu übersetzen. Es ist nicht immer ganz einfach geschrieben, vor allem da viele Begriffe eine Rolle spielen, die ich jetzt aus dem Englischen nicht 100% auf dem Schirm habe. Ich muss vieles übersetzen. Daher vergebt mir, wenn ich da hin und wieder mal ein falsches Wort verwende oder es falsch übersetzte. Grundsätzlich steht hier drinne, wir sehen immer dieselbe Seite des Mondes. Ich glaube, das ist jedem bekannt. Das ist in ja, auch der gängigen Wissenschaft bewiesen. Der Mond ist ja kein Land, es ist nicht, wir hören immer vom Mondgestein, es ist kein Gestein. Und zwar ist das eine elektromagnetische Energie, und zwar über Licht, und es hat seine eigenen, ja, Phasen. Der Mond ist in einer Höhe bzw. in einer Umgebung von einem halbätherischen Theroidenfeld und ergibt sich aus der, ja, elektromagnetischen Energie, die von unten nach oben scheint, von unserer Krater Erde, also von der flachen Erde. Werden wir auch gleich noch weiter darauf eingehen, inwiefern der Mond dann das Spiegelbild unserer Erde ist, und dann kann man auch ganz deutlich erkennen, dass es ja, eine flache Erde sein muss. Ja, also man kann sagen, dieser Mond ist eine Art Selfie. Ihr kennt das selber bei eurem Selfie-Effekt, kann man einstellen, ob es das spiegelt oder nicht. Genauso ist das beim Mond. Das hat was mit dem Winkel und mit dem Lichtkegel zu tun. Die sich in der Optik ein bisschen auskennen, die wissen das. Auch in unserem Auge wird letztendlich das Bild hinter dem Auge verkehrt herum gespiegelt und das Hirn dreht es dann quasi wieder um. Hier haben wir, ja, wie der Mond entsteht. Wir kümmern uns erstmal nur um den Mond. Irgendeinen Einstieg brauchen wir an der Stelle.
Dann haben wir die 1, das ist sozusagen in dem Fall ja, die elektromagnetische Energie im Zentrum. Dieses Zentrum ist die ja, schwarze Sonne, wenn man so will. Einige haben es schon mal gehört, gehen wir später aber noch drauf ein. Das heißt, der Elektromagnetismus kommt von unten und scheint nach oben, wenn man das so sagen darf. Dann haben wir Nummer 3, das ist sozusagen die Außenseite von dem Dom. Ihr kennt die biblische und auch die vedische Schriften. Wir haben da einen Dom, der das begrenzt. Ja, dann haben wir hier sozusagen die Erde mit Wasser, also hier in der Mitte die Erde, Wasser, Land und so weiter und so fort. Dann haben wir den zweiten Dom, das ist der hier oben ist. Also es gibt verschiedene Layers, also verschiedene Schichten. Die 8 ist das fokussierte Licht, was nach oben scheint, wird von oben reflektiert und letztendlich ergibt es dann die verschiedenen Bilder, die wir sehen. Der Mond ist transparent und zwar vom Halbmond bis zum Vollmond und vom Vollmond bis zum Halbmond, also in den verschiedenen Mondphasen. Das erkennt man ganz deutlich. Man sieht das Blau durchscheinen und das dürfte ja eigentlich nicht geschehen, aber ja. An dieser Stelle möchte ich an die Gleason Map, also die Gleason Karte erinnern. Das könnt ihr mal im Kopf behalten. Hier ist nicht alles drin. Es fehlen, wie gesagt, die verbotenen, versteckten Kontinente, aber die lassen sich über den Mond entdecken. Hier haben wir erstmal die Kontinente, von denen wir wissen und auch in den richtigen Ausmaßen in dieser Scheibe. Wir gucken quasi von oben vom Nordpolarstern, schauen wir da oben drauf, wenn man so will. Jetzt ist es so, dass wir den Mond einmal umdrehen und spiegeln und dann sehen wir schon, wir haben hier diese dunklen Flecken, ja, und diese Linien, wie auch immer. Da gehen wir weiter drauf ein. Jedenfalls haben wir dann diese Karte. Und diese Karte spiegelt unsere Erde wieder, also unsere Kratererde wieder mit den verschiedenen Kontinenten und den Wassermassen auch. Kommen wir später noch zurück. Hier ist erstmal nur, wie gesagt, die Einführung. Dann gehen wir nach Afrika, sehen wir hier Afrika. Wenn wir auf die Gleason Map nochmal schauen zuvor, dann werden wir sehen, dass Afrika so eine Form hat. Ja? Diese Form erkennt man auch hier wieder. Ja, sehr interessant an der Stelle. Ist ein bisschen schwer zu sehen auf jeden Fall, das kann ich nachvollziehen. Einfach aus dem Grund, dass der Mond ist und hier keine glatten Kanten sind und natürlich aus der Entfernung ist das auch immer schwer, diese Fotos zu machen. Aber mit der P900, mit der P1000 kann man wirklich schon richtig gute Aufnahmen machen. Wie gesagt, 125-faches Zoom, ist eine 3000mm Linse, das macht schon echt was her. Ja, dann haben wir hier Australien, sehen wir auch, wie sich das ergibt mit Neuseeland etc. Amerika zoomen wir auch ran, lässt sich auch gut erkennen. Europa haben wir hier auch, ja, wird dann noch ein bisschen deutlicher, erstmal nur so als Einführung. Und hier können wir ja mal ein bisschen näher rangehen, da haben wir Afrika. Sehen wir auch Mauretanien, Niger, Liberia. Er hat das hier alles eingetragen, der Grieche, auch Madagaskar. Es ist schon verrückt, wie der Mond dieses Spiegelbild ergibt. Nordatlantik, Südatlantik, Mittelmeer, Arabische See. Und hier sehen wir das nochmal auf dem Mond. Er hat das wirklich wundervoll. Jetzt haben wir Asien, Russland, Moskau, Saudi-Arabien, Kasachstan, Iran. Die Kontinente ergeben natürlich dann auch eine etwas andere Form. Ja, selbst auch ein Stück weit eine andere Form zu der Gleason Map. Wie gesagt, die Gleason Map ist damals entstanden. Ich denke auch, dass da viele Kontinente nicht mit dabei waren. Und der Mond hat halt diese Schattierungen, die sind nicht immer ganz hundertprozentig deutlich. Aber es ist wie gesagt ein Spiegelbild. Wir sind mal wieder in Asien, Japan, Korea, China, Indien. Also man sieht auch auf jeden Fall Ähnlichkeiten der Kontinente. Das ist durchaus zu sehen. Man sieht auch die Inseln. Das passt alles. Auch der Zipfel hier, Thailand, Vietnam etc. Dann Indien, die Halbinsel. Man erkennt das sehr, sehr gut an der Stelle. Dann haben wir hier Australien. Sehen wir auch, das Australien erinnert schon mehr an, wie es in der Gleason Map zu sehen ist. Aber Brisbane, dann hier Neuseeland, also das passt schon alles. Gehen wir hier nach Europa, da haben wir Frankreich, dann
Die UK, ne, sehen wir auch. Es ist alles, passt schon alles irgendwie. Russland, sehr, sehr interessant. Haben wir hier Deutschland, Finnland, wie auch immer. Ja, Nordamerika haben wir dasselbe Spiel. Ich gehe da mal ein bisschen schneller durch. Ist dann nicht ganz so interessant. Hier ist es nochmal eingetragen. Und was ich vor allem mag, sind diese hochauflösenden Bilder, die er da hier genommen hat. Klar, der Mond ist nicht ganz deutlich. Mit einer besseren Kamera, noch besseren Kamera, könnte man es vielleicht noch deutlicher sehen. Hier ist auch ein bisschen gespiegelt. Also, das ist, ne, sehen wir hier die Karte. Und dann sehen wir auch schon, ich kann es leider nicht in den Winkel drehen, in den ich es gerne hätte. Aber dann haben wir schon China, Marokko, Afrika, Australien. Es ist schon echt sehr gut zu sehen. Hier sehen wir es auch nochmal in einer anderen Perspektive. Hier sehen wir den Mond. Und vielleicht hat es einer von euch schon entdeckt, aber man sieht hier noch mehr dunklere Stellen. Ne? Das sind vielleicht die versteckten Kontinente. Aber das war es erstmal zur Einführung und zum Mond als Spiegelbild der Erde. Sehr interessant und wir sehen uns beim nächsten Video.